Der fetteste Stuhl, den ich je gesehen habe. Yo Leute, was geht? Heute wieder im 4Real Vlog hier auf Breakout TV. Ich bin der Steve und ja, wie ihr seht, bin ich wieder unterwegs mit meinem Bruder. Und wir fahren jetzt gerade Richtung Sickmühle, weil ich brauche allmählich ein Bett. Wie ihr schon mitbekommen habt, schlafe ich immer noch auf einer Schlafmatratze auf dem Boden. Es ist noch gemütlich, aber auf Dauer geht es an den Rücken. Halt an den Rücken oder auf den Rücken, halt, es tut weh. Und ja, jetzt fahren wir jetzt ungefähr 16 Minuten, 90 Kilometer zum Sickmühle. Und ja, ich wollte euch mal ein bisschen updaten, wie es gerade bei mir so ist, weil, wie ihr schon mitbekommen habt, war das letzte Video vor einem Monat. Und ja, ich habe ja es schon bei Social Media und alle anderen Kanälen schon erzählt und gesagt, es ist gerade ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt eigentlich einen Schreibtisch, ich habe eigentlich einen Arbeitsstuhl, jetzt kommen noch neue Monitore und jetzt noch Studio aufbauen. Ich habe jetzt endlich eine Couch gekauft. Ich bin schon die ganze Zeit schon am überlegen, ich habe schon geile Ideen und habe schon mal so eine Ankündigung gemacht, dass ich ein Hashtag an Steve Video drehen will. Aber könnt ihr jetzt hier oben beim i abchecken, hier oben. Da habe ich auf Steve Hang das Hashtag an Steve gemacht. So richtig simpel halt, weil so kompliziert wollte ich es jetzt halt doch nicht machen, weil ich wollte keine halben Sachen machen, weil meine Wohnung sieht einfach noch nicht fresh aus. Deswegen ist es einfach gerade so, wie es ist. Coole Konzepte und coole Ideen im Kopf und die werde ich demnächst umsetzen. Aber erstmal muss meine Wohnung, ein paar Dinge müssen erledigt werden, um dann die Sachen umzusetzen. Und jetzt fahren wir jetzt dorthin und schauen wir mal, ob ich ein passendes Bett finde. Wir sind jetzt bei Sigmir bei den Schlafbereichen und ich muss wirklich sagen, so ein Schlafzimmer hätte ich gern gehabt in meinem jungen Alter. Aber mein Zimmer war so klein, da haben nur mindestens nur mit Möbel, glaube ich, nur 4 Leute reingepasst. Deswegen, schaut mal her. Schon Hammer, wenn man so ein Zimmer hätte. Schreibt mal unten in den Kommentaren, was für ein Schlafzimmer habt ihr? Habt ihr viel Platz oder weniger Platz? Kommt ihr damit klar? Einfach mal in den Kommentaren schreiben. 346 Minuten später. Ich muss sagen, es ist sau schwierig, ein Bett zu finden, ein passendes Bett, weil ohne Witz, es sind ziemlich viele Ehebetten hier. Und ich brauche eins so mit 1,60 Meter Breite. Aber ist doch schwieriger als gedacht. Naja. So, wir sind jetzt gerade beim Sigmund im Restaurant. Und die Preise sind wirklich ziemlich günstig. Ich habe mir jetzt so einen Backfisch mit Pommes geholt. Ich glaube, die meisten sind hier wegen dem Restaurant, statt den wegen dem Möbel. Ich glaube, die Möbel ist so ein kleiner Nebeneffekt hier zu sein. Das ist wirklich voll, habe ich nicht gedacht. Aus der Sigmühle, haben jetzt noch was gegönnt, aber leider nichts dort gefunden. Und jetzt gehen wir zu Mömax, was hier auch in der Nähe ist. Und ich muss wirklich sagen, ein Bett zu suchen oder zu finden ist wirklich sau schwer. Alle Betten sind so fette Ehebetten, die würden niemals bei mir reinpassen. Ich brauche halt kein Ehebett, ich brauche einfach ein Bett, wo, wenn man so sagen darf, eine Breite von 1,60 cm. Aber mal jetzt schauen wir bei Mömax, vielleicht gibt es auch coole Lichter, die ich jetzt Stehlampen, die ich gerne zurück raus. Mal schauen, ob wir da was finden. Der fetteste Stuhl, den ich je gesehen habe. Ob man da drauf setzen kann? Das weiß man nicht. So Leute, ich bin wieder zu Hause, mein Bruder hat mich hergefahren und Alter, ich bin wirklich fix und fertig. Wir sind jetzt, glaube ich, den halben Tag waren wir unterwegs in verschiedenen Möbelläden und wie gesagt, ich musste mich ziemlich konzentrieren, was ich mir jetzt holen will. Deswegen habe ich auch nicht mehr viel gefilmt. Ich kann nicht mehr, ich werde jetzt auch gleich dieses Video schnell schneiden und dann geht's ab ins Bett. Jetzt könnt ihr ungefähr wissen, was so bei mir los ist. Es ist einfach dieses Ganze hier. Es sollen keine Ausreden sein. Es sind einfach Tatsachen, die mir einfach bewusst sind. Wenn diese Faktoren einfach da sind, kann ich halt nicht richtig so mit Breakout TV oder allgemein so richtig Gas geben, weil sonst habe ich immer das Gefühl, dass es so halbherzig ist, weil ich habe ja auch noch was vor. Ich habe hier vor, hier da hinten eine Studiowand zu bauen. Mit Lichtern und allem dran. Will ein bisschen
noch geileren Content produzieren für euch und auch für mich auch, weil es auch so mein Herzenswunsch ist, so sowas zu haben. Des Weiteren versuche ich so weit wie möglich hier auf Breakout TV und auf Steve-Hang Videos zu bringen. Auf Steve-Hang ist jetzt gerade ein neues Video, könnt ihr gleich abchecken, wenn ihr dieses Video fertig geguckt habt. Schreibt mal in den Kommentaren, kennt ihr dieses, diese Sache wegen Möbeln kaufen, Bett kaufen? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut's rein und ciao.